Hallo Leute, es geht weiter mit Final Fantasy 3. Ich bin jetzt nochmal in die Höhle zurückgegangen, die beim See ist. Also wir sind jetzt nicht mehr in der Höhle, in dieser Versiegelungshöhle oder was auch immer da, wo Luneth am Anfang reingefallen ist, sondern wieder der beim See, weil das ja auch unser Auftrag war eigentlich, die Prinzessin in der Höhle zu finden. Und da ich das letzte Mal nichts gefunden habe, dachte ich, hä? Dann bin ich nochmal durch die ganze Höhle hier gerannt, nichts gefunden. Und der Trick ist, dass uns ja einmal gezeigt wurde, dass wir so ranzoomen können, und das habe ich vergessen, und das wusste ich gar nicht, dass das jetzt so geht mit einer Taste. Und ich werde die mal eben jetzt hier besiegen und dann zeige ich es euch gleich. Jawohl. So, und jetzt kann ich hier so ranzoomen mit meiner Taste. Und zwar so, dass hier beim Schädel... Genau, jetzt bin ich ganz nah rangegangen. Jetzt glitzert der, das war vorher nicht so. Und hier schaut er sich das nämlich jetzt auch an. Und zack, haben wir einen neuen Durchgang. Und der war vorher nämlich nicht da. Oh Mann, dass man immer angegriffen wird, wenn man gerade erst losgehen will. Oder wenn man gerade rausgehen will. Das ist so doof. Habt ihr es dann? Ich töte euch. Jawoll. Supi. Ach, ja, so, komm jetzt. Ja, eure Stufen sind alle gestiegen, ihr seid super. Ich will jetzt aber wissen, was da ist. Ach, da ist sie ja. Na, sieh mal einer an. Prinzessin Sarah, Ingus, dem Himmel sei Dank, dass du wohlauf bist. Prinzessin, ihr müsst zurück ins Schloss eilen. Wir werden hier alles erledigen. Aber bevor ihr geht, möchten wir uns euren Mithril-Ring ausleihen. Das wird nicht nötig sein, denn ich werde mit euch gehen. Ich kam hierher, um den Djinn zu bannen und mein Volk zu retten, so wie ihr. Ihre königliche Hoheit hat gesprochen, und was jetzt? Ihr wird schon nichts passieren, wenn Ingus auf sie Acht gibt. Solange ich lebe, wird Prinzessin Sarah kein Übel widerfahren. Ich danke euch allen. Und die ist jetzt bei uns. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die Mitglied von uns wird. Oh, ehe ich es vergesse, drücke C, wenn du mit mir sprechen möchtest. Und jetzt los. Ja? Mhm. Ach, jetzt ist sie so bei uns hier so dran geklebt. Ja. Natürlich. Ja, aber die ist ja noch gar nicht ausgerüstet und nix. Ach so, die beschützen wir jetzt. Die kämpft nicht mit uns, die ist jetzt nur bei uns. Jetzt müssen wir aber auch wirklich raus aus der Höhle hier. Also so lange halten meine Items nicht mehr. Hier war nichts, oder? Oder? Wo sind wir denn hier jetzt? Hä? Ach so, wir sind jetzt hier an einem neuen Ort. Die Truhe enthielt Antarktiswind. Moment, da muss ich mich aber erstmal jetzt hier... erstmal muss ich mich heilen. Und dann muss ich mich ordnen. Nein, jetzt muss ich mich rüsten. Das ist alles okay. So, wie viel haben wir überhaupt noch hier von Holz? Naja, haben wir noch genug. Das geht ja noch. Bronzekrallen hatte ich übrigens gegeben. Ich hatte ja gesagt, das letzte Mal noch bei den zwei Kisten war in einer anderen Höhle. Da habe ich Bronzekrallen und Bronzearmschutz bekommen. Das habe ich jetzt Refia gegeben gehabt. Und damit kommt sie ganz gut klar. Sie macht gut Schaden. Von daher lassen wir das mal so.
Ja. Die Frage ist nur irgendwie, ja. Weiß ich nicht, was können wir denn jetzt mal itemmäßig hier? Erteilt Eisschaden. Ich weiß nicht, wer dafür gut geeignet ist. Keine Ahnung. So, schnell wieder raus. Wir werden eh gleich wieder kämpfen. Ich riech das schon. Ich wette, ich habe wieder nicht alles eingesammelt hier, aber macht ja nichts. Ich beschütze euch. Wow, cool, die macht Vita. Wir haben unsere eigene Vita-Kämpferin bei uns. Jawoll. Jawoll. Das ist ja gut. Macht sie das jetzt so immer? Weil dann brauche ich mich ja nicht mehr heilen. Kann ich mich da jetzt blind drauf verlassen? Weiß ich nicht. Habe ich die Höhle jetzt komplett abgeklappert? Bestimmt nicht. Aber jetzt können wir da auch ohne sie dann nochmal rein. Ist ja auch egal jetzt. Haben wir halt eine Kiste übersehen oder so. Da war aber jetzt... Was ist denn jetzt hier mit den Schädeln? Gibt es jetzt hier überall was zu finden? Nee. Hätte ja sein können, dass jetzt überall bei diesen Schädeln was ist. So, Prinzessin, heilst du uns auch wieder, oder? Irgendwie nicht. Nicht jedes Mal. Bringen wir sie mal erstmal wieder nach Hause. Das sieht schlecht aus für Lunes, glaube ich. Wenn jetzt nicht irgendwie, wenn ich jetzt nicht Glück habe. Und ich habe sogar Glück. Wahnsinn. So, raus mit euch. Yay, yeah, wir haben es geschafft. So, wie ist das jetzt mit Reden? Sie meinte doch, wir können quatschen. Ah, Prinzessin Sarah. Hallo, ich bin Prinzessin Sarah und wie heißt du? Ich bin Lunes, freut mich. Es freut mich auch, dich kennenzulernen, Lunes. Achso, das war's. Okay, dann bringen wir sie mal nach Hause. So, und wenn wir jetzt nochmal quatschen? Oh, ich sollte euch etwas über das Speichern und Schnellspeichern erzählen. Wähle Speichern im Menü, um dein Spiel zu speichern, aber denke daran, dass du nur auf der Weltkarte speichern kannst. Es gibt zwei Arten des Schnellspeicherns, automatisch und manuell. Automatisches Schnellspeichern findet während des Spiels automatisch statt. Manuelles Schnellspeichern ermöglicht dir, das Spiel zu speichern, wenn du willst. Speichern, speichern, speichern. Manuelles Schnellspeichern ist auch in Dörfern und Höhlen möglich. Schnellspeicherdaten gehen beim Fortsetzen des Spiels verloren. Wenn du eine Pause einlegst, solltest du also speichern oder schnell speichern. Mhm. So wie jetzt. Ich weiß nicht, wie das schnell speichern geht, deswegen mache ich das jetzt mal eben so. Manuell. Okay. Gut. Dann gehen wir da mal hin. Nach Hause. Zu Papi. Papi freut sich. Wo ist eigentlich die Mutter? In der versiegelten Höhle befindet sich ein Geheimgang. Sucht nach dem Skelettschlüssel. Ich verlasse mich auf dich und deine Freunde, Ingus. Banne den Djinn und rette uns. Heißt das, wir waren noch gar nicht fertig in der Höhle? Und er sagt überhaupt nichts dazu, dass wir seine Prinzessin hier gerade geholt haben? Hallo, deine Prinzessin ist befreit. Siehst du das nicht? Ich habe deine Prinzessin geholt. Ach.
Dann gehen wir eben wieder zurück. Okay, nur weil wir den Djinn nicht besiegt haben, ey. Dann nicht. Moment, aber wenn wir schon mal hier sind, können wir uns doch auch einmal heilen, oder? Wir gehen einmal pennen alle. So, nach den langen Kämpfen hier in der Höhle und so, Prinzessin retten, kann man auch noch mal ein bisschen schlafen. So. Also, wir waren noch nicht fertig in der Höhle. Sagt mir das doch einer mal. Ich dachte, ich habe jetzt nur eine Kiste oder so übersehen. Das mit dem Schlüssel und so habe ich wieder völlig vergessen. Dass wir da noch irgendwas holen sollten. Und das war gar nicht hier, das war da. Also nochmal das Ganze. Zacki, zacki. Ja, mittlerweile kenne ich den Weg. Yay. So, los jetzt. Los, wir wollen den Skelettschlüssel finden. Noch in diesem Part, wenn es geht. So, da ist der Geheimgang. Und ab hier kenne ich mich wieder nicht mehr so gut aus. Gehen wir mal... Ach so, es geht nur die Treppe runter. Gut. Oh. Ist immer so fies. Ja, so. Die ganz toll gemacht. Vielleicht ist hier ja auch was. Man weiß ja nie. Ich sehe kaum was, wenn ich hier so rangezoomt habe. Es war klar, dass ich jetzt kämpfe. Was sind das denn für Dinger? Die hatten wir aber auch noch nicht. Okay, einer ist schon mal weg. Und der zweite. Sehr gut. So, also hier waren wir, glaube ich, auch, wie gesagt, noch nicht in dieser Höhle. Ah, nee. Die Truhe enthielt Augentropfen. Aber weiter geht's hier nicht. Aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Und wieder Angriff. Ja, es tut mir leid. Ich muss hier mich durchkämpfen. Und die sehen aber auch schwieriger aus als die anderen, oder? Ich bin auch da. Yeah. Aber ihr Vita ist ja nicht gerade stark. Ja, super. Was ist jetzt hier noch? Ah, hier. Da ist der Djinn. Dies ist dein Untergang, Djinn. Dieser Ring wird dich für immer bannen.
Es ist nichts passiert, aber warum nur? Eure Spielereien haben keine Macht mehr über mich, jetzt, da ich die Kraft der Dunkelheit in mir trage. Aha, was mache ich jetzt? Hier, wir benutzen mal diesen Antarktiswind. Und sie heilt uns nochmal am Anfang mit Ero. Nee, sie greift an. Nicht schlecht. Ja, Antarktiswind 592. Okay, tot. Alles klar. Wie geil. 1400 Gilder. Ja, 50 Erfahrungspunkte. Ja, gut, das ging ja schnell. Du kannst der Kraft des Rings nun nicht mehr entkommen. Nein! Hä, was ist denn jetzt los? Eilt zum Schloss, Prinzessin, und macht euch um uns keine Sorgen, wir werden es schaffen. Was geht hier vor? Ingus! Wo sind wir? Ich kenne diesen Ort. Das ist die Höhle mit diesem Kristall. Ich habe euch gerufen. Ihr vier wurdet auserwählt als Krieger des Lichts und Bringer der Hoffnung. Nehmt mit euch mein letztes Licht, die verbleibende Hoffnung der Welt. Wenn ihr versagt, geht das Licht verloren und das Gleichgewicht ist für immer zerstört. Mit diesem Licht werdet ihr die Kraft der übrigen Kristalle extrahieren können. Yeah, wir sind jetzt Krieger des Lichts und so. Okay. Huhu. Jetzt geht's erst richtig los, das Spiel. Toll. Überspringe ich das jetzt oder nicht? Kommt da jetzt dann noch mehr oder kann ich das jetzt überspringen oder... Was mache ich jetzt? Nee, ich überspringe das jetzt. X, X, X. Okay, ich kann es gar nicht xen. Wir müssen uns den Kristall angucken. Und die Schrift. Und von wem das alles gemacht wurde. Ja, aber das kann doch jetzt Stunden dauern, oder nicht? Nö, nö. Als das Licht des Kristalls die vier durchflutete, kannten sie seinen Willen, seine Ängste, seine... Mist. Ihr müsst die Dunkelheit aus dieser Welt verbannen und das Licht wiederherstellen. Ihr seid unsere letzte Hoffnung.
Und was ist mit dem Skelettschlüssel? Du wurdest vom Licht des Kristalls erfüllt. Yeah. Nun geht, der Lichtkreis hinter dem Altar wird euch zurück an die Oberfläche bringen. Werdet eurem Schicksal gerecht, Krieger des Lichts. Und der Skelettschlüssel. Glückwunsch, Kupu. Nun kannst du deinen Beruf wechseln. Du kannst berufsspezifische Fähigkeiten benutzen, indem du deinen Beruf wechselst, Kupu. Aber sei vorsichtig, du bist nicht sofort in einem neuen Beruf geübt, Kupu. Du wirst jeden neuen Beruf lange genug trainieren müssen, um ihn voll ausschöpfen zu können, Kupu. Probier es einmal. Viel Glück, Kupu. Tschüss, Kupu. Toll. Und der Kristall sagt nichts mehr, dann gehen wir mal dahinter und beamen uns weg. So. Ach, jetzt kommen wir hier wieder raus. Wo unser Luftschiff. Und jetzt kämpfen wir im Wald und... Ja. Okay. Wie ist denn das jetzt mit den Berufen? Wo mache ich das denn? Ja, dann renne ich jetzt erstmal wieder hier nach Hause und dann heilen wir uns erstmal kurz. So wie immer. Und dann, ja, dann weiß ich auch nicht, wo ich das jetzt machen kann. Hier bei dem Ältesten. Wo denn? Hier bei ihm her? Nö. Unser Luftschiff ist da hinten ja auch noch. Das ist natürlich, ja. Ah. Ich warte lieber hier. Ich möchte meinen Vater nicht sehen. Jedenfalls noch nicht. Rifia hat die Gruppe verlassen. Oh. Okay, sie will ihren Papa nicht sehen. Und ich weiß nicht, ob wir dann hier jetzt so Sachen machen können und so. Aber wir müssten doch eigentlich die Leute... Weiß ich nicht, können wir die Leute jetzt wieder beleben oder nicht? Können wir die jetzt zurückholen oder nicht? Ich weiß nicht, wo wir dafür hin müssen und... Ich glaube, wir sollen eigentlich eher ins Schloss und nicht hierher, weil das kommt von alleine. Ah, da seid ihr. Los, hopp, hopp. So, jetzt ist sie wieder dabei. Okay. Gut, Leute, ich werde mich mal auf den Weg zurück machen und dann sehen wir uns im nächsten Part von Final Fantasy 3. Bis dann!